11, 7 Uhr und 12 Minuten. Ja. Stichwort Bembel Beduinen. Erstmal schönen guten Morgen, Andreas in Dubai. Guten Morgen nach Hesse, guten Morgen nach Frankfurt. Ich nehme an, du bist nicht zum Ölbohren nach Dubai. Nein, wir machen hier ab und zu Investment Banking und Medien. Aber ihr habt noch was viel, viel Besseres, denn ihr habt nicht nur ein bisschen hessische Mundart behalten, sondern ihr habt gleich einen ganzen Verein gegründet. Erzähl mal. Jawohl, am 24. Januar haben wir uns gegründet. Wir nennen uns die Bembel Beduinen. Wir sind hier in Arabien, der allererste Eintracht-Fanclub, und dazu kommt noch die sehr, sehr gute Nachricht, dass wir am 23. Februar von der Eintracht die Meldung bekommen haben, dass wir als offizieller Fanclub von der Eintracht anerkannt worden sind. Das ist ja toll. Sind es nur Hessen bei euch oder sind da auch noch andere dabei? Du kennst doch Hessen, du kennst doch Frankfurt. Wir sind doch ein offenes Bundesland, wir sind eine offene Stadt. Wir haben Amerikaner bei uns, einen Norddeutschen. Wir sind eine bunt gemischte Truppe. Und könnt ihr wirklich jedes Spiel der Eintracht auch gucken? Jawohl. Die Spieler, die werden hier übertragen live über Dubai Sport, die ganze Bundesliga. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir holen uns einen Beamer und dann setzen wir uns in die Garage. Oder wir gehen in eine Kneipe, wo das Spiel live übertragen wird. Und wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn ihr euch jetzt zu Hause trefft? Gibt es dann Hotkeys mit Musik und ein bisschen Apfelwein? Ja, also Apfelwein. Du weißt ja, also wir sind hier in einem arabischen Land. Das ist ein bisschen schwieriger mit dem Alkohol und die hessische Gemeinde ist noch nicht so groß, dass man Äpfelwein einfüllen würde. Aber wir haben jetzt zum Beispiel einen Kochladen gefunden, wo wir dann die 7 Kräuter für die Green Note finden. Das grüne Soße gibt es dann, Handkäse mit Musik gibt es dann auch. Und heute Abend das Spiel gegen Mönchengladbach, was glaubst du, wie geht's aus? Uiuiui. Also mit dem Unentschieden wäre ich schon zufrieden. Dann wünschen wir euch natürlich einen schönen Fußballabend heute und auch ein schönes Fest mit deinen Bembel-Beduinen. Vielen Dank, Andreas Gulja, zurzeit in Dubai, ein Hesse, der seine Heimat vermisst. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Und wir haben auf hr3.de unsere virtuelle Weltkarte für jeden Hessen, der im Ausland ist und sich bei uns meldet. Gibt eine Nadel ins jeweilige Land. Wir bräuchten, danke, die Fernnadel für Dubai. Wenn Sie auch gerade im Ausland sind, in einem anderen Land leben, Urlaub machen, ein Auslandssemester, ein Sabbatjahr, wir brauchen Sie. 069 1970